Verletzte Personen, schwieriges Gelände und eine ganze Menge Einsatzkräfte. Rettungseinsätze bei Zugunglücken sind eine Herausforderung für alle Betroffenen. In Nürtingen wurde jetzt der Ernstfall geprobt. Unterwegs für Getreidemühlen, ein Ultraläufer und ein Fahrradfahrer machen sich für einen guten Zweck auf den Weg zum französischen Mont Blanc. Und Saisonstart auf dem Feld. HC Ludwigsburg startet hochmotiviert in die Zweitligasaison und hat doch gleich einen Dämpfer bekommen. Ja, und damit herzlich willkommen zum Journal am Montag hier bei regio.tv. Sie alle erinnern sich vermutlich noch an das Eisenbahnunglück von Bad Aibling im Februar 2016, bei dem zwei Züge frontal zusammengestoßen sind und 12 Menschen starben. Solche Unfälle passieren Gott sei Dank nicht oft, aber wenn, ist schnelle Hilfe unbedingt nötig. Ähnliche Szenen wie in Bad Aibling haben sich am Samstag in Nürtingen abgespielt. Die dramatischen Szenen haben sich am Samstag im Bahnhof Nürtingen abgespielt. Aber keine Sorge, es handelt sich nur um eine Übung. Hier werden also diverse Gefahrenszenarios durchprobiert und es ist einfach gut für den Ernstfall, damit wir den Rettungsdiensten hier die Möglichkeit geben, im Ernstfall auch schnell vor Ort zu sein und zu wissen, was zu tun ist. Im Unfallszenario ist eine Rangierfahrt mit einem einfahrenden Regionalzug zusammengestoßen. Jetzt muss es schnell gehen. Im Zug sind Personen verletzt und auch der Rangierbegleiter liegt mit einem offenen Beinbruch neben den Gleisen. Bis die schwerverletzten Personen allerdings aus dem Zug gerettet werden, müssen sie ganze 45 Minuten darin aushalten. Bei den restlichen Passagieren dauert es sogar eine Stunde, bis sie den Zug verlassen und von einer psychologischen Notfallversorgung betreut werden können. Eine ganz schön lange Zeit für die Betroffenen. Warum geht das nicht schneller? Also wenn man sich die Oberleitungen der Deutschen Bahn angeht, da ist Strom drauf und wir dürfen nicht einfach das Gleis mit der Deutschen Bahn betreten, ohne dass vom Notfallmanager der Deutschen Bahn das okay kommt und sagt, Strom ist weg, ihr dürft auf diese Gleise drauf, Zugverkehr steht. Sonst würden wir auch unsere eigenen Helfer gefährden, wenn wir dort vorgehen würden. So schlimm es auch für diejenigen ist, die dort in dem Zug sind, da muss man einfach dastehen, warten und zuschauen, bis dieses Go kommt und wir da rauf dürfen offiziell. Im Einsatz waren dabei Feuerwehren, Polizisten und Rettungskräfte der Malteser und vom Deutschen Roten Kreuz. Neben der Rettung der Verletzten gab es aber auch noch weitere Schwierigkeiten. Ein Wagen der Rangierfahrt hat Fässer mit flüssigem Gefahrgut geladen, wovon eins beim Zusammenstoß beschädigt wurde. Außerdem ist der Regionalzug wegen Überhitzung brandgefährdet. Eile ist geboten, denn beim Eintreffen wissen die Rettungskräfte zuerst nicht, was genau sie erwartet. Also die Hauptschwierigkeit bei der Übung war natürlich, dass die Feuerwehr parallel einen Gefahrguteinsatz hat, wo man einfach gewisse Sicherheitsabstände zu diesem verunglückten zweiten Zug einhalten muss. Und natürlich, wenn man sich hier umgeschaut hat, einfach die Enge des ganzen Geländes. Dabei die 50 Einsatzfahrzeuge und 170 Rettungskräfte zu koordinieren und Wege für die Fahrzeuge freizuhalten, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die Übung wird jetzt von den Einsatzkräften ausgewertet und analysiert, damit in einem möglichen Ernstfall auch wirklich alles klappt. Bleibt zu hoffen, dass dieser Fall nie eintritt. Ja, schlimme Bilder, aber Gott sei Dank war das ja nur eine Übung. Es gab aber nicht nur Schreckensszenarien am Wochenende, sondern auch einiges Schönes zu erleben. Dazu mehr jetzt kurz und kompakt zusammengefasst. Es war die venezianische Messe der Jubiläen und Rekorde. In Ludwigsburg haben am Wochenende 1600 Kostümträger den Marktplatz in eine magische Fantasiewelt verwandelt. Das Fest wird nun schon seit 25 Jahren gefeiert. Zu diesem Jubiläum sind etwa 55.000 Besucher gekommen, so viele wie noch nie. Nationale und internationale Künstlergruppen haben für Unterhaltung gesorgt und riesige Fische haben das Publikum aufgemischt. Auch der traditionelle Kunst- und Handwerkermarkt gehört zur venezianischen Messe, die alle 2 Jahre stattfindet. Feuerwerk bei spätsommerlichen Temperaturen. Das Remsecker Lichterpicknick hat etwa 500 Besucher an den Neckarstrand gelockt. Bereits zum 3. Mal konnte das Feuerwerk von Picknickdecken aus bestaunt werden. Für die Stadt hatte die Veranstaltung in diesem Jahr eine besondere Bedeutung. Dieses Jahr ist ein Jahr vor der Remstal-Gartenschau
Und da haben wir natürlich schon mal geprobt, wie wir es nächstes Jahr bei der Remstal-Gartenschau 2019, die ja über das ganze Remstal von Essingen bis Remse geht, ausprobieren werden. Und ich denke, heute war es ein toller Erfolg und genau so werden wir das nächstes Jahr machen. Na dann wissen die Besucher ja schon, auf was sie sich im kommenden Jahr freuen dürfen. Stellen Sie sich vor, Sie laufen in 5 Tagen 7 Marathons. Für manche eine Qual und ein Ding der Unmöglichkeit, für andere wiederum eine Herausforderung. So wie für Achim Dieterich aus Ludwigsburg. Jeden Tag wird er eine Strecke von etwa 60 Kilometer zurücklegen und das auch noch für einen guten Zweck. Morgen geht's los, dabei wird er von seinem guten Freund Andreas auf dem Fahrrad begleitet. Let's go, run for go! Der Schlachtruf von Achim und Andreas sitzt. Jetzt müssen nur noch die Beine in den nächsten 5 Tagen mitspielen. Der Ultraläufer Achim hat sich für den Spendenlauf immerhin schon vor langer Zeit vorbereitet. Seit 2 Jahren kursiert es schon im Kopf rum, in den Gedanken, im Gehirn. Und habe mir gedacht, okay, dieses Jahr ist ja das 300-jährige Stadtjubiläum und Ludwigsburg und das sind 300 Kilometer bis Montbéliard und das passt, 300, 300. Achim hat sich die Idee in den Kopf gesetzt, aber alleine möchte er den Weg nicht bestreiten. Da ist sein guter Freund Andreas ins Spiel gekommen, der sofort zugestimmt hat. Allerdings mit dem Fahrrad. Er sieht sich bei den 5 Etappen als Motivator, falls Achim mal schwächeln sollte. Ich werde mich nicht scheuen davor zu sagen, Achim, jetzt geht's weiter. Also Augen zu und durch, denn jeden Tag sind es über 60 Kilometer. Zuerst heißt es vom burkinischen Dorf in Ludwigsburg nach Nagold. Dann gehen die beiden weiter ins Kinzigtal nach Hausach. Von dort wird dann Richtung Elztal nach Freiburg gejoggt, wo die 3. Etappe enden wird. Und ab da heißt es dann über die Grenze ins Nachbarland Frankreich, genauer gesagt Mulhouse. Zum Schluss radeln und laufen die beiden an der Rhone entlang zur Partnerstadt Montbéliard. Die Aktion der beiden läuft unter dem Namen Run for Congousi. Eine von vielen Aktionen im Rahmen des Förderkreises Burkina Faso Ludwigsburg. Mit den Spendengeldern soll die Arbeit in Burkina Faso erleichtert werden. Ein Thema war dort ganz vorrangig. Die Frauen hatten den Wunsch nach einer Getreidemühle. Und zwar deswegen, weil dort Getreide noch mit Steinen gemahlen wird. Also ganz steinzeitlich eigentlich. Und es die Möglichkeit gibt, über moderne Getreidemühlen die Arbeit der Frauen deutlich zu erleichtern. Am morgigen Dienstag um 8 Uhr geht's los. Wer spenden möchte, der kann das über die Internetseite machen. Wie viel am Ende dabei auf dem Konto sein wird, spielt für Achim keine Rolle. Also für die Leute, egal wie, was für eine Summe, 10 Cent, 100 Euro, mehr ist egal, Hauptsache irgendwas. Kommenden Samstag werden die beiden in der Ludwigsburger Partnerstadt ankommen. Kurze Pause, dann heißt es bei uns, die Feldsaison in der 2. Hockey-Bundesliga läuft wieder und der HC Ludwigsburg hat direkt ein Eckenproblem. Wie das Auftaktspiel gegen den SC Frankfurt 1880 ausging, das und mehr gleich hier im Journal. Herzlich willkommen zurück. Während die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem WM-Vorrunden aus nun gegen Frankreich und Peru wieder auf dem Blatt stand, haben Vereine die Länderspielpause zum Testen genutzt. In Großaspach traten hierbei der VfB Stuttgart, Greuther Fürth und die Gastgeber am Freitagabend zum 3-Ligen-Cup an. Dabei spielten die Teams aus 3 verschiedenen Spielklassen in 45-minütigen Testspielen gegeneinander. Am Ende setzte sich der VfB durch. Etwas ganz Spezielles war dieses Turnier für Benedikt Röcker aus Löchgau. Mehr dazu dann demnächst hier bei uns im Journal bei Regio TV. Ja, vom Fußball kommen wir jetzt zu einem anderen Mannschaftssport und zwar dem Hockey. Ein Sport mit Tradition in Ludwigsburg. Der HC Ludwigsburg spielt mit seinem Herrenteam sowohl in der Halle als auch auf dem Feld in der 2. Liga. Am Wochenende ist die Saison auf dem Feld gestartet und der HCL legte mit einem Heimspiel gegen Frankfurt los. Die Rahmenbedingungen im Ludwigsburger Sportpark am Fuchshof sind schon mal erstklassig. 2 nagelneue Kunstrasenplätze, ein Multifunktionsgebäude mit Hostel, Sauna, Fitnessräumen und. Sogar ein Schwimmbad wartet auf die Mitglieder des Hockeyclub Ludwigsburg. Sportlich spielen die Herren des HCL aktuell noch in der 2. Liga und auch die hat es in sich. Mit Mannheim München und dem Auftaktgegner Frankfurt spielen schon mal 3 Teams um den Aufstieg. Trotzdem startet der HCL perfekt in das erste Spiel und damit in die Saison. 1:0 nach gerade einmal 4 Minuten durch Emanuel Baltis. Der Gast aus Frankfurt findet nur langsam ins Spiel. Trotzdem gelingt den Hessen noch vor der Halbzeitpause der 1:1 Ausgleichstreffer nach einer Ecke. Also erste Halbzeit war es ein Spiel absolut auf Augenhöhe.
Vielleicht hätten wir sogar das 2-0 schießen können, müssen, dürfen. Und dann ist es halt einfach so, dass unsere Eckenabwehr heute einfach desolat war. Ja? Wir haben im Grunde genommen 5 identische Gegentore bekommen, haben da ein paar Mal schlecht verteidigt, hat zur Strafecke geführt und die Strafeckenverteidigung war einfach schlecht. Die Ecken, das Problem des Tages beim HCL. Denn das hier ist nicht die gleiche Szene aneinander geschnitten. Das sind die Tore 2, 3 und 4 für Frankfurt. Alle durch Moritz Schmidt-Opper eiskalt verwandelt. Am Ende heißt es 2-7. Ein Schuss vor den Bug, direkt am ersten Spieltag. Zu Hause will man immer gewinnen, aber letztendlich ja, weiß man, an was es lag. Es war die Eckenabwehr, das müssen wir trainieren, wir müssen besser verteidigen, damit wir halt punkten können. So. Weil das ist halt auf dem Niveau, klar geht man da nicht immer 2-7 unter, aber dann verliert man es vielleicht mal 4-3 oder so. Man muss einfach besser verteidigen, da müssen wir zulegen. Diese Woche heißt es am Fuchshof also Ecken trainieren und dann hochmotiviert ins Derby am kommenden Samstag beim HTC Stuttgarter Kickers zu gehen. Es wird ein anderes Spiel. Es sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Die Statistik ist auch super ausgeglichen über die letzten Jahre. Und ja, wird sicherlich eine spannende Kiste. Und natürlich wollen wir es unbedingt gewinnen. Trotz der 2-7 Niederlage, der HC Ludwigsburg ist ein fester Bestandteil in Hockey Deutschland. Die Rahmenbedingungen passen, die Stimmung ist spitze. Und die nächsten Erfolge werden sicherlich auch bald wiederkommen. Ja, und das war das Journal für heute. Hier folgen jetzt noch die Wetteraussichten für die Woche. Ich wünsche noch einen schönen Montagabend. Danke fürs Zuschauen und schalten Sie morgen wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Hochquirin beschert uns weiterhin sehr viel Sonnenschein und gleichzeitig wird es immer wärmer. Wir haben am Dienstag schon wieder einen Hochsommertag in Baden-Württemberg mit bis zu 30 Grad am Oberrhein. Auch sonst ist es einfach wirklich sehr, sehr warm für diese Jahreszeit. Dazu gibt es viel Sonnenschein, kaum Wolken, höchstens mal ein paar Schleierwolken, die da unterwegs sind, aber die sind nicht weiter der Rede wert. 12 Sonnenstunden in etwa gibt es. Und die gibt es auch im Großraum Stuttgart. Dazu bis zu 28 Grad, etwas kühler in Richtung Göppingen und Freudenstadt. Klar, da liegt man ja auch höher. Bis zu 30 Grad, die kann es dann selbst in Stuttgart am Mittwoch geben. Das sind dann ungefähr 8, 9 Grad über dem, was für diese Jahreszeit normal wäre. Dann mit ein paar Schauern und Gewittern ein Absturz, aber die Wärme kommt wieder.